Philip Morris wird bis 2019 eine neue Hightech-Fabrik in Dresden bauen. Der Zigarettenkonzern investiert über 280 Millionen Euro in den sächsischen Standort, an dem 500 neue Arbeitsplätze entstehen werden. In dem Werk sollen die Tabaksticks Heats für den elektronischen Tabakerhitzer IQOS hergestellt werden. Bei mir ist nun Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich. Herr Tillich, wie wichtig sind solche hohen Investitionen für den Standort Dresden und Sachsen? Ja, wir haben ja in den letzten Jahren nach der Wiedervereinigung viel in die Infrastruktur investiert. Wir haben also den Weg bereitet für Investitionen. Und heute ist ein fantastischer Tag. Zwei große Investitionen von zwei großen weltweit tätigen Unternehmen hier am Standort Dresden. Philip Morris mit der größten Investition in der Unternehmensgeschichte. Ich glaube, da sind andere Standorte durchaus ein wenig neidisch. Und dass uns das gelungen ist, das spricht dafür, dass wir interessante und auch attraktive Investitionsbedingungen einerseits haben, dass wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und dass wir auch ein unternehmerfreundliches Umfeld haben. Das sind die Voraussetzungen für eine solche Entscheidung. Und es ist ein bisschen Glück dabei, aber natürlich auch schon etwas Anstrengung und am Ende der Erfolg. Und das Bemühen hat sich gelohnt. IQOS und die dazugehörigen Heats sind seit Juni 2016 in Deutschland erhältlich. Das Gerät kostet 99 Euro. Der Tabak wird dabei nicht verbrannt, sondern erhitzt. Für Philip Morris ein Paradigmenwechsel. Bei mir ist nun Stacey Kennedy, die Deutschlandchefin von Philip Morris. Ja, ein wirklich großer Change, Paradigmenwechsel liegt vor Ihnen. Well, for Philip Morris International, for smokers and for society at large, this really changes everything. And I mean everything. This is a transformation, it's a journey, and what's really important is that we want all smokers to know that today they have an alternative, a far better choice than continuing smoking in IQOS. How important is the location here in Dresden? Wie wichtig ist der Standort Dresden? The location in Dresden is a significantly important decision for us as a company and importantly for our employees. Dresden was chosen for many reasons, for its high skilled labor force, for the location itself, and importantly because of the decades of commitment that our employees have made, the agility that they demonstrate every day. So thrilled that Dresden is the choice for our new factory. Und wo sehen Sie die Zukunft für Philip Morris? Where do you see the future? Well, I see the future as a smoke-free future. Our CEO has made our bold vision public, and so in the future I would expect to see fewer smokers who continue to smoking and using IQOS instead. Philip Morris steckte über ein Jahrzehnt fast 3 Milliarden Euro in die Erforschung. Über 1400 Patente wurden für IQOS und die Sticks registriert.